Trotzdem keiner geguckt. Ja. So. Es geht los und wir erwarten natürlich eine Schlägerei. Aber richtig. Also das Matchup bisher auf jeden Fall Setcount ist 4-1 für Dafung. Also wirklich um einiges bessere Karten. Aber das letzte Mal, als die beiden gespielt haben, war NEZ Rising Nummer 4. Das ist mindestens 7 Monate her. Oh, jetzt wird sich hier gut geprügelt. Eine schöne Kombo. Aber du hast eben schon 96, 100% bei Dafung. Mhm. Das ist schon ganz schön viel. Auf jeden Fall. Aber er macht das sehr gut an der Edge. Ja. Also wirklich. Oh, jetzt hier. Seine Flowchart an der Edge ist wirklich clean. Jetzt müssen wir gucken, kann er da recovern? Kommt nochmal on stage, aber. F-Tilt. Stark. Das ist der erste Stock. Drag down näher F-Tilt. Okay. So, jetzt hier wieder Edge Control für Dafung. Die musst du jetzt auch halten, weil du musst den Stock möglichst schnell ausgleichen. Ja. Linotox auf jeden Fall einer, der. Es ist jetzt natürlich schon ein bisschen länger her, dass er Newcomer war, aber der sich auf jeden Fall in letzter Zeit stark verbessert hat. Ja. Also wirklich einer der besten im Norden geworden ist. Auf jeden Fall projected Top 8. Mhm. Ist, glaube ich, hier gerade Platz 4 gegen Platz 5. Ja. So, also jetzt sehen wir hier Stock immerhin ausgeglichen. Allerdings schon wieder 85% Schaden auf dem Brawler. Und jetzt, der Stun sitzt. Down Smash strong. Und das ist eben jetzt hier der letzte Stock für Dafung. Man sieht auch 33, also der kassiert hier wieder ordentlich Prozente. Da musst du langsam wieder ins Austeilen kommen. Mhm. Chat kann ja gerne mal schreiben, für wen ihr gerade seid. Und generell, also wenn ihr irgendwelche Sets on Stream sehen wollt, Nightbot hilft euch da gerne mit dem Bracket, dann sagt mal an, dann kann ich nach denen suchen. Und mal schauen, was sich da machen lässt. Vielleicht seht ihr dann diese Begegnung hier im Stream. Und stark. Das ist der letzte Stock und damit das erste Game. Ja, das erste Game. Geht also an Linotox. Gute Leistung. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Ganze hier Best of 5 ist. Ja. Ich denke, von den Charakteren wird es wahrscheinlich gleich bleiben. Ja, also ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass wir da viel Varianz sehen werden bei den beiden. Aber ich kann natürlich auch überrascht werden. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Mhm. Ich finde, dass Dafung auf jeden Fall ein Spieler ist, der sehr gutes Mindset hat. Music Pick. Ich kann nicht mehr. Jetzt geht's los hier. Von wo ist dieses Lied? Ich kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall ein Lied, das polarisiert. Das kann man sagen. Ja. Jeder hat eine Meinung dazu, ob er es nur mag oder nicht. Ringeding-ding. So, und jetzt geht's wieder rein. Es wird sich geprügelt. Dry Crocodiles sagen schon, sie wollen Ian on Stream. Ian hat gerade eben gegen Beißel gespielt. Ja. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie viel ausgegangen, aber da stand eine ganze Traube von Leuten rum. Es war ein sehr spannendes Set. Und sie haben aber leider schon gespielt. Das heißt, wir müssen einmal schauen, inwiefern wir ihn, ja, ich glaube, Ian muss gerade ein bisschen warten, bis er als nächstes on Stream kann. So, wir sehen jetzt aber hier, erster Stock, da wird wieder fleißig geprügelt. Ah, Linotox ist doch schon ein bisschen Schaden kassiert und du bist bald in Killrange, das darfst du nicht vergessen. Ja. Gegen den Brawler. Auf jeden Fall, also Brawler hat, er hat, glaube ich, er hat die Recovery, die nach oben hin killt. Die killt am frühesten auf jeden Fall. Ja, hätte die gesessen, ne? Das wäre schon gut gewesen. Jetzt aber beide mit wirklich hohen Prozenten sind beide in Killrange. Ja. Mewtwo und Glass Cannon Charakter. Oh, das ist schön. Ah, 143% reichen da. Aber du kannst mit den Prozenten eigentlich relativ schnell einen Ausgleich holen und das wäre jetzt auch wichtig. Gutes Shadow Ball Play, aber der Jab wird von einem F-Smash gepunished. Starke Leistung hier von Dafung. Ja. Und es ist wieder even. Ja. So, und jetzt darfst du eben. Jetzt musst du gucken, dass du mal in Lead kommst. Dass du. Aber Linotox spielt schon. Er spielt schon sehr präzise mit seinen Hitboxen. Das macht er schon wirklich sehr gut. Ja, man sieht auch hier wirklich Edge Control. Ist so ein bisschen das Ding, was bei beiden Key ist. Ja, auf jeden Fall. Wie gut du eben diese Edge guarden kannst, wie gut du den Gegner eben in der Luft halten kannst. Linotox hat halt auch sehr viel Range, also Mewtwo besser gesagt. Und er nutzt diese Range einfach sehr gut. Stark. Dragdown näher Up Smash. Stark. So, und jetzt ist eben die Frage, wie kommst du hier zurück? Du musst halt sehr kontrolliert spielen, sehr wenig Schaden nehmen auch und das
Was Nidotox da austeilt, das ist natürlich schon brutal. Aber jetzt hier auch mal eine schöne Kombo von davon. Oh, hat fast gekillt einfach. Oh, das bei reicht fast. Unter 80. Die Nair. Oh. Die Nair ist sehr wichtig gerade für Dafong. Auf jeden Fall. So eine Lingering Hitbox, die aber auch gut geplaced sein muss. Oh, schöner Jablock. Und jetzt ist es wieder theoretisch offen. 60%, das ist nichts. Ja, 90% ist dann schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Ja, aber jetzt hier auch nochmal kleine Kombo. 11%. Das tut noch nicht so weh, aber jetzt hier. Oh, schöner Damage. Grab. Ja, ja, jetzt wieder mit der Nair versucht. Oh. Und der Sprung wird geredet. Wow, ja, okay. Das ist einfach wirklich viel, viel Damage, den Nidotox hier präzise raushaut, muss man sagen. Auf jeden Fall, ja. Hat den Jump geredet, direkt mit der Fair rein. Ja. Schneller Move, starker Move. Und das ist das 2-0 für da. Nein, für Nidotox. Da muss Dafong natürlich jetzt einiges zurückholen. Aber wenn das einer machen kann, dann ist es auf jeden Fall Dafong. Er hat ein sehr gutes, wie ich eben schon gesagt habe, gutes Mindset. Ja. Man hat einfach das Gefühl, dass er Spaß am Game hat. Und, das ist das Wichtigste. Ne? Ja. Das wollen wir mal festhalten hier. An der Stelle. So, wir gehen in Game Nummer 3. Das könnte auch schon das letzte von diesem Set sein. Mal schauen, ob... Hey, Moment, das ist jetzt ein anderer Mii. Ja. Okay, es ist nicht mehr Da Vinci. Ich denke mal, das ist eine andere Abi. Mal gucken. Aha. Er hat auf jeden Fall... Also Mii Brawler jetzt. Hat auf jeden Fall mehr als eine Abi, die viable ist. Es könnte aber auch die B oder die Downbee sein, die verstellt ist. Mal gucken. Okay, die B ist schon mal gleich. Na, wir sehen auf jeden Fall. Boah, ich wollte gerade sagen, schöner Start von davor, aber es ist wieder ausgeglichen. Ja. Nidotox kommt da eben ganz gut zurück, findet immer die Fenster, die Windows, um zu traden hier. Ja, bisher ist es sehr ausgeglichen auf jeden Fall. Man sieht, dass Nidotox Dafong auf jeden Fall ein bisschen zu schaffen macht mit dem Shadow Ball. Ja. Das Aufladen an sich ist einfach schon. Oh, jetzt hier aber creepy. Wieder gute Combo. Oh, es tut wieder weh. Und jetzt Edge Garden hier. 90% auf Mewtwo. Oh, jetzt. Oh. Schwierig. Okay. Oh, die Back Air. Oh, jetzt die Bowler Shot, okay. Ah, reicht nicht. Was wird das? Okay, also Dafong hat sein. Oh. Das reicht noch nicht ganz. Sein ah, hier, guck mal. Die Downbee ist anders. Oh, ja, oh. Das sollte reichen, oder? Nein, immer noch nicht. 140, jetzt musst du echt aufpassen. Jetzt bist du One-Hit. Und der Up-Throw, ja. Okay, also hier die Führung wieder für Nidotox. Ja, aber das kannst du theoretisch ausgleichen. Das sind ein, zwei Hits. Und dann hast du eben hier den Ausgleich. Ah, hier tu. Oh. Schöne Kugel. Die saß wirklich gut. Ja. Wichtig. Also ich hatte bisher das Gefühl, dass Nidotox die alle... Wow! Oh, das ist heftig. Nice von Nidotox hier gerade. Einfach mit dem Spike. Einfach auch sehr gut gepunished, muss man sagen. Und ja, jetzt sehr schön. Geht's hier weiter, man prügelt sich. Ah, und tradet gute Prozente. Schöner Grab. 50% Schaden schon wieder ausgeteilt. Muss aber eben noch einen Stock aufholen. Das heißt, du musst auch mehr Schaden machen. Oh, das sieht jetzt auf jeden Fall... nach einem 3-0 im Moment aus. Dafong kann das auf jeden Fall noch zurückholen. Ja, aber es ist wirklich gleich. Oh, Grab die Happy. Schöne Kombo. Die Happy reicht noch nicht. Oh. Oh. Ah, da wird aber gut Spanisch gerade. Oh, oh mein Gott. Ah, und jetzt wieder. Und er edge guardet schon ganz gut. Oh, die Kugel kommt zurück. Die reflektierte Kugel macht das sehr viel Schaden. Sehr, sehr schmerzhaft. Oh mein Gott, das hätte schon gewesen sein können gerade. Also jetzt im Moment ist Nidotox ein Puzzle, das er einfach nicht lösen kann und das reicht. Damn. Das war wirklich schön gespielt, das muss man sagen. Wirklich schön gespielt, also, gerade von Nidotox. Also es sieht unglaublich sauber aus bis jetzt.